Ja, hallo zusammen. Heute eine weitere Runde Ranked und zwar, bevor es losgeht, heute möchte ich mal meine Quest hier abschließen und zwar zwei Spiele mit Paladin oder Priester. Ich habe kein Paladin oder Priester Deck, das heißt, ich erstelle mir jetzt hier in dem Video erstmal eins. Ich denke, ich werde den Priester spielen. Und ja, schauen wir mal, was wir da so machen. Ich habe jetzt Priester schon etwas länger nicht gespielt und weiß auch gar nicht so genau, was ich da jetzt eigentlich vorhab zu machen. Ziel ist es natürlich, meine Daily zu gewinnen, ja. Schauen, fangen wir am besten mal mit den Buff-Karten an. Was haben wir hier? Inneres Feuer. Die mag ich auf jeden Fall, die will ich auf jeden Fall drin haben. Dann Machtwort-Schild will ich drin haben. Was haben wir hier noch so? Hier das verdoppelt das Leben des Dieners, die mag ich haben. Und hier habe ich sogar ein Gold, nehmen wir die auch in Gold. So. Okay, dann Schattenwort Tod mag ich zweimal. Und Schattenwort Schmerz. Jetzt haben wir genau 10 Buff-Karten. Ich denke, das reicht dann auch soweit. Wobei ich brauche wahrscheinlich noch einen AOE-Effekt. Nehmen wir noch zweimal Holy Nova und. Ja, mein Kontroll darf eigentlich auch nicht fehlen und 13 Buff-Karten. So, das reicht auf jeden Fall aus. Jetzt schauen wir, dass wir ja, uns unser Deck mit Minions voll machen. Die hier mag ich auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall ins Deck. Dann Lichtbrut muss auch auf jeden Fall ins Deck. Den hier finde ich auch ganz okay. Nehme ich auch zweimal mit. So, haben wir noch 11 Karten über. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch so im Angebot haben. Auf jeden Fall ein, zwei kleine Karten, die am Anfang zu spielen, denke ich. Nicht zu viele kleine. Vielleicht eine Einser. Den Lepra-Gnom haben wir da zur Auswahl. Oder ein Beutehamster. Lepra-Gnom oder Beutehamster. Denke ich, nehme den Beutehamster. Card-Draw-Effekt ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann ja, ein oder zweimal die Eule. Ich denke, ich nehme sie zweimal. So, jetzt haben wir auch die neuen Naxxramas-Karten. Vielleicht können wir die auch mit einbauen, aber ich denke, auf zwei spektrale Spinnen 1-1 dabei. Ja, die ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber ich lasse sie erstmal draußen. Den mit Kampfschrei kosten 2 mehr. Den möchte ich auf jeden Fall einmal im Deck haben. So, schauen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Den eventuell. Nicht sicher. Ich mache erstmal weiter einen Golem. Nehme ich mit. Jetzt haben wir noch. Okay, jetzt brauche ich auf jeden Fall noch ein paar große erstmal. Schauen wir mal hier noch so durch, was wir noch so haben. Verwüster ist natürlich auch immer super. Aber ich weiß nicht, ob der da jetzt noch so reinpasst. Den mag ich. Habe ich auch nur einmal. Ich denke, das reicht auch. Den hier. Nehme ich zweimal mit. War noch kein Sport oder ähnliches. Hier genau den Gurubashi Berserker. Den mag ich zweimal. Die kann man immer sehr schön hochwaffen. Bin gerade nicht so sicher. Ich glaube, ich brauche noch irgendwas. Ja, Sonnenläufer. Oder Champion von Sturmwind vielleicht. Nicht sicher. Was haben wir denn so? Wir haben schon. Ich denke, wir sind bei großen Karten auch schon relativ gut. Ich nehme lieber noch was Kleines für die Boardkontrolle. Oder so ein Mittelding. Vielleicht eine Vierer. Na komm, der Yeti ist auf jeden Fall immer eine gute Wahl. So, einen Namen brauchen wir noch. Schauen wir mal, wie ist unsere Aufstellung? Ja, ich denke,
Ja, viele Zweier, okay, aber ich denke, das kann man so machen. Ja, Namensgebung. Bin ich immer sehr kreativ, muss ich sagen. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal My Priest Version 01. So. Ja, schauen wir mal, was uns das Deck jetzt so bringt, ob wir damit vielleicht einen Sieg einfahren können. Starten wir mal gleich ins Game. Und schauen wir mal, was wir da so gefunden haben. Hexer, ja. Also kein Murloc-Deck oder so ein Bots. Hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. Also mit einem neuen Deck nicht. Lichtbrut werde ich eventuell behalten. Gegen Hexer brauche ich Silence am Anfang. Nicht sicher. Ja, ich mache ihn mal weg. Naja, die ist auf jeden Fall schön für den Anfang. Kann ich auf jeden Fall mal ein bisschen Luft verschaffen mit. Nichts zum Ausspielen. Keine kleine Karte gezogen. Machen wir weiter. Hat auch nichts zum Ausspielen, was ich jetzt nicht allzu schade finde. Entscheidet sich für seinen Aderlass. Könnte ihn natürlich jetzt heilen, aber das lasse ich mal besser. Und die Karte werde ich jetzt mal ausspielen. Ja, mit Kampfschrei kosten 2 Mana mehr. Schauen, ob wir ihn damit ein bisschen ärgern können. Weil ich sehe gerade, das greift auch auf meine eigenen. Das wusste ich natürlich nicht. Das erste Mal in meinem Deck. Ja, dann finde ich die Karte doch nicht mehr so toll. Ich denke, die werde ich dann auch wieder rausnehmen. Aber ich will natürlich nicht, dass meine eigenen Karten dann nichts kosten. Mehr kosten. Sei denn, man hat natürlich ein Deck mit wenig Kampfschrei, dann ist die Karte wahrscheinlich recht gut. Ich meine Lichtbrut, schauen wir mal, was wir damit so anstellen können. Eine meiner Lieblingskarten übrigens als Priester. Na, Silence, ja gut, dagegen ist sie natürlich dann wertlos, aber. So, was haben wir hier? Vernichtet einen Diener mit maximal 3. Joa. Natürlich jetzt alles nicht so prickelnd hier. Ich spiele einfach nochmal die Lichtbrut, damit ich was auf dem Board habe. Vielleicht kennt ihr das ja schon von mir. Ich mag das nicht so, wenn ich irgendwie keine Boardkontrolle habe oder so. Fällt mir gar nicht. Ein Feuer, ja. Ah, dafür ist die Karte natürlich toll. Schwört dann so einen rüber. 4-4 ist natürlich auch blöd, da habe ich natürlich keine Karte gegen, um die irgendwie zu zerstören. Ich denke, da werde ich mal den Gurubashi Berserker spielen, den kann er nicht auf Anhieb töten. Zumindest nicht mit der Karte. Und wenn, dann bufft er mich. Wo ich natürlich nichts gegen habe. Ne? Lichtboot ist jetzt natürlich wertlos hier. Für den Kreuzzug! Ich hasse dieses Gottesschild. So nervig. Aber ich denke, die kann ich zerstören. Mein Schild meinem Schattenwort Schmerz. Ja. Der ist natürlich auch sehr eklig jetzt mit Sport. Das ist kein gültiges Ziel. Mit einem Charakter mit mindestens 3 Angriff. Ah ja, okay, ich verstehe. Jetzt hat er natürlich keine 3 mehr, sondern 4. Das hat er natürlich clever gemacht. Werde ich den zerstören? Ich glaube, ich werde den angreifen mit meinem Gobashi Berserker. Und
hab dann noch Mana über, um den vielleicht nochmal zu heilen. Machen wir einfach mal. So, das heißt, er kann ihn so direkt nicht zerstören, aber ich muss den Verteidiger von Argus natürlich noch beseitigen, das mache ich. Ja, mein Schattenwort Schmerz heißt es, glaube ich. Ja, Schattenwort Schmerz. Tja. Gebt mir eine Quest. Meine ja, Augen. Der ist eklig. Könnte ich jetzt Silence nachher irgendwann gebrauchen am besten? Ich werde den auf jeden Fall wegmachen müssen. Ich habe sonst keine andere Möglichkeit, den zu beseitigen. Ja. Der wird nochmal gebufft. Ich denke, ich werde ihn auch heilen. Heilen hatte 3 Leben. Und ich werde ihm plus 3 von dem geben. Das war's. Ich will den natürlich so lange wie möglich am Leben halten. Er kann ihn jetzt allerdings traden mit beiden Karten. Was mich jetzt aber nicht so stört, denn, ja. Vorerst nichts mehr auf dem Board hat und mir die Boardkontrolle dann überlassen würde. Ich denke aber nicht, dass er das so spielen wird. Nochmal dieses Ei. Er wird wahrscheinlich nochmal ein Höllenfeuer oder sowas haben. Dafür ist das natürlich super, das Ei. Sollte ich mal überlegen, in mein Hexerdeck vielleicht auch mit einzubauen. Naja, das. Ja. Ja, die Karte gefällt mir eigentlich ganz gut. Fürs Hexerdeck ist auf jeden Fall super. Okay, jetzt haben wir den weg. Den lässt er mir liegen. Mag er nicht wegmachen. Schade eigentlich. So, Holy Nova. Tja, 2 Damage überall. Bringt mir das was jetzt? Bringt mir das was? Der würde einen haben. 3, 2, 1. Bringt mir nichts, ne? Ne, ich denke nicht. Okay, wen tauschen wir? Ich denke, ich muss den wegbekommen, da der meisten Schaden macht. Der hat allerdings mehr Leben. Wäre quasi effektiver. Sollte ich mir gründen? Tausch den. Heile mich selbst hoch. Habe ich 4. 4 überlebe ich gegen alle. Okay, jetzt muss ich natürlich noch was ausspielen. So. Ich hoffe, dass jetzt kein Höllenfeuer kommt oder so. Obwohl, er würde wahrscheinlich seinen eigenen damit auch zerstören. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie viel Höllenfeuer so an Schaden macht. Ich gerade nicht im Kopf. Ich glaube 4. Was hat er? 9 Damage auf dem Board. Ja, das wird natürlich jetzt ziemlich eng für mich. Noch 28 Leben. Wir haben beide 3 Karten. Jedoch ist er am Zug und ich habe dadurch quasi den Vorteil. Denke ich. Aber naja, gegen Hexer. Darf man natürlich alle lassen, nicht vergessen. Ja. Es hat sich wahrscheinlich versucht, eine Damage-Karte zu ziehen, die er jetzt auch nicht haben kann. Gut, sauber. Und hat er noch was zum Finishen? Leeboy, ja. Okay, die Runde ging dann an ihn. Schade eigentlich. Ich hätte natürlich ganz gerne mit meinem neu konstruierten Deck mal eine Runde gewonnen, aber. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Also, ich wünsche euch was, macht's gut.